Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Xenoblade Chronicles in der Definitive Edition. Wir befinden uns jetzt hier in Galahads Festung, versuchen jetzt hier Kolben zu deaktivieren und ich sehe jetzt hier nur einen Gegner, aber das ist 100% noch ein zweiter. Ach, Gletscher-Icon. Okay, weil er ein bisschen stärker ist. Zum Glück habe ich gleich richtig reagiert. Hau ihn um. Komm. So, hier ein bisschen reduzieren und jetzt greift ihn wieder an. Schade, von hinten gibt's nicht. Ja, das ist der ist einfach, wenn er alleine ist. Und weg. Ja, Chain Attack können wir leider nicht machen, weil er da in der Ecke steht. Ah, der war ja easy. Sternstiefel, Klingenstulpen. Klingenstulpen, 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 Amethyststulpen. Ah, die hat Charla schon angelegt, okay. Wobei, es macht, glaube ich, für mich Sinn, die auszurüsten, die Klingenstulpen. Weil ich dann nämlich auch wieder Stärke habe. Mission erfüllt, das ist schon mal gut. So, gucken wir doch mal, wo wir jetzt hin müssen. Und jetzt darf ich da durch, oder was? Ich darf doch gar nicht da durch. Will der mich jetzt verarschen? Wie soll ich denn hinkommen? Muss ich extra außen lang? Die haben sich doch irgendwie auf den Arm genommen, oder? Hochofenpassage. Super, ich kann jetzt gerade mit denen noch nichts anfangen. Das heißt, ich muss sie wahrscheinlich das mal alleine platt machen. So. Das ist echt eine doofe Fähigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil eigentlich, naja, gut. So schlimm sind die jetzt nicht, die Typis, aber... Ja, komm. Ja, genau, zu einfach. Hier passiert doch wieder irgendetwas. Das ist doch so sicher wie das Amen in der Kirche. Oh Mann, da unten ist schon wieder was. Kolbenkontrollraum. Jetzt werden die Kolben deaktiviert und natürlich, die kriegen nichts mit. Und die können die auch nicht wieder anschalten. Mm-mm. Nice one! We did it! This should prevent them from mobilizing any large Mekon squads for now. Hopefully, we've improved the Allied forces' chances. Hold steady, my brother.
Friends, here, here! It looks like the door's been unlocked. Nice. Let's get down to the blast furnace. If we're lucky, Fiora might be down there. Hmm. Warum habe ich so das dringende Bedürfnis, darüber zu springen? Wenn das geht. Aber. Na komm. Schade, darf man nicht überspringen. Wäre ja auch zu schön. Moment, wieso ist denn da jetzt so einer? Ja, Alley-oop. Alley-oop. Wie komme ich jetzt runter? Warum springt der? Für was? Wieso ist der denn schon wieder da? Ich glaube sogar, ich muss hier lang. Weia. Das ist eine böse. Gut, der hat den schon mal. So, und dann kriegt er noch einen. Ah, schade. Hätte funktionieren können. Ist die Wespe noch? So. Ja, das war wirklich zu einfach. Ich frage mich zwar, wie Schala um die Ecke geheilt hat, aber sie hat es geschafft. Sie schießt dann ja immer um Eck ab, deswegen. So, wir gucken jetzt mal wieder auf die Karte. Wow, 53er Infanterie. Könnt da rüber gehen. Oder könnte da lang gehen. Wo muss ich denn hin? Definitiv muss ich da lang. Ding ist bloß, dass der da ist und der ist da. Ich hoffe mal, ich pull den einfach nicht. Wenn ich jetzt hier lang gehe, dann sieht er mich nicht. Ja, ha, ha. Sonst keine weiteren Wünsche? Meine unschaffbar ist schon fast wieder kein Ausdruck dafür, ne? 54, 53. Glory in Jerome. Lass mich raten, ich muss da lang, ne? Muss natürlich genau geradeaus durch. Sieht jedenfalls so aus. Ja, auch nicht. Hä? Ja doch, ich muss da durch.
Verdammt, ey. Probier es mal einfach mit durchlaufen, weil das ist mir jetzt gerade echt zu heikel. Einfach durchlaufen, komm. Ist das nur der? Cool. Das hat funktioniert, ob man es glaubt oder nicht. Das wäre mir jetzt echt zu riskant gewesen. Ich meine, das waren 54er, 52er, 52er. Das eine war sogar noch so gesehen in Elite. Und ach du Scheiße. Shulk, is that? Spear ones. Loads and loads of spear mekon. It's Fiora. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich brauche doch hier erstmal. Leute, ich brauche erstmal irgendwie Energie. Oh, wie soll ich das machen? Wo ist sie? Fiora darf keinen Schaden nehmen. Wieso wird meine Spezialanzeige nicht gefüllt? Ah, ich sterbe gleich. Wenn ich jetzt nicht gleich was mache, dann... Fiora, Fiora, Fiora. Schön. Instant Death. Sowas macht doch Spaß. Die gute Nachricht ist, wir starten gleich hier oben. Kann ich erstmal mich sortieren. Ernsthaft? Die 53 haben ist schon ein bisschen heftig, aber okay, gut. Komm, ich brauche. Komm, ich brauche hier mal ein bisschen Treffer. Egal, komm, das schaffe ich jetzt. Mördersturm. Ist jetzt erstmal egal. Ich brauche Fiora und Schala, Schala, Schala. Aufmuntern. Nein. Jetzt hat das wahrscheinlich wieder auf Schale abgesehen, genau. Da stirbt sie. Okay.
Komm her. Nein, ich will nicht sterben. Oh, Fiora greift an mit dem Lichtbogen. Ih, der gefällt mir gar nicht. Komm. Warum macht sie nichts? Nein. Oh, ich habe hier voll die Übersicht verloren. Achso, weil ich tot war. Wow. Leute, die hauen rein, aber richtig derbe hauen die rein. Ich habe überhaupt gar keine Übersicht, kein gar nichts. Ich habe eine Orientierung gerade, die ist Feind zu stark, gemütlicher Modus. Nee, der Feind ist ja nicht zu stark in der Form. Der ist einfach nur... Na klar, wenn ich mich dahin porte, dann bin ich auch am Arsch. Der ist ja schon zu stark, finde ich. Ich bin gerade echt am Überlegen, was ich da verbessern kann. Ist das Sinn jetzt Reflexion? Wo habe ich denn jetzt auf einmal so viele Punkte her? Leichte Heilung aufbessern. Das ist für mich jetzt erstmal am sinnigsten. Kontakt. Macht Sinn. Da kommt Aurexplosion. So, und Schala kann ich da jetzt... Ja, endlich die Heilsalbe, die Heilschrot. Ein Reinigungsschuss. Ja, den Schild... Ach, verdammt. Komm, dann ist es aber voll. Hoho! 45.000, 43.000. Er hat aber leider keine Heilung. Wenn ich irgendwas hier mit Heilung hätte, wäre ich echt froh. Heile, heile. Super. Und sie hat nichts mit Heilen, ne? Heilgeschenk. Nee. Das bringt mich nicht weiter. Talentbäume brauche ich ja auch bei keinem was probieren von denen. Ausrüstung. Glaube ich, ist für sie nichts Neues dabei. Oh Mann. Nein, das wird ja heftig. Weiß halt auch jetzt nicht, wie ich irgendwie das Monado vorher aktivieren könnte. Geil. Komm, gib mir die Kraft des Monados wieder. Wieso füllt er das nicht auf? Aber es ist schön, dass sie ihn angreifen und mich.
Oh nö. Kannst du sie wiederbeleben? Ich komme nicht an sie ran. Oh, ich habe schon wieder eine Vision. Also einen habe ich jetzt schon mal down gehabt. Ich komme nicht an Schala ran. So, jetzt komme ich an sie ran. Oh, verdammt. Und da bin ich tot. Geil. Reisen wir hoch zum Kontrollraum. Und kümmern uns um den da. Ich glaube, den kriege ich jedenfalls hin. Und warum habe ich jetzt hier auf einmal so viel? Mal aufladen, bitte. Komm, reduzieren. Wir heilen ihn mal hoch. So, und nochmal. 12.000, schön. Wenn ich mit der Kurzreise dann vielleicht auch meine Fähigkeit halten könnte. Warum drehst du dich jetzt schon wieder? Ich bin von hinten. Achso, definitiv von hinten. Ah ne, jetzt nicht mehr. Ne. Ja, komm, greif mich an. Komm, gleich ist er down. Eisenkaiser-Armzug. Kaiserarmzug. Zeug. Rostschutz, okay. Tapferschuhe. Könnte ich die Sternstiefel anziehen? Und da dann Stärke drauf machen. Achso, und bei Ryan könnte ich ja auch genauso die Schuhe wechseln. Die Klingenstiefel. Und bei Schala, die hat schon die Tapferschuhe an, ne? Das könnte funktionieren so. Und wenn ich jetzt ganz schnell bin und eine Etage runtergehe, komme ich dahin? Das ist noch weit oben. Ich kann runter. Da kommst du? Hätte ich jetzt sogar eine Chance. Moment, und es ist einer weniger. Das ist ja geil. Einer weniger. So, komm. Ich müsste mal an Schala ran, wenn ich dürfte. Danke. So, und jetzt könnte ich hier mit euch eine Chain Attack machen.
So. So. Nein, Charla ist gerade umgekippt. Ich glaub's nicht. Ich bin so dumm. Oh, ich kann kotzen, dass Charla jetzt gerade umgekippt ist, ey. Jetzt müsste ich ihn erstmal hochheilen. Ich brauche auch hier. Schöner Kettenschaden. Komm. Komm, wir müssen ihn umhauen. Komm. Jedenfalls einer weniger. Man muss aber Schall auch genau in dem Augenblick sterben. So. Wieso kann ich Schala nicht wiederbeleben? Ich kann keinen von ihnen wiederbeleben. Nein. Wieso darf ich keinen von ihnen wiederbeleben? Oh, verdammt. Wo war denn meine ganze Energie hin? Egal, einer weniger. Sah so gut aus. Das gibt's da nicht. Ich will das schaffen. So. Oh, der kommt gar nicht dazu. Ah, doch jetzt. Ah, der andere kommt aber nicht dazu. Das ist gut. Das könnte natürlich jetzt funktionieren. So langsam so durchgestorben, aber was? Ich sterbe danach? Ernsthaft? Ich wollte mich doch verarschen. Ryan belebt mich wieder. Komm. Aufmuntern. So. Kann ich endlich hier mal was machen? Sind wir jetzt jedenfalls im Spiel? So. Komm, Brian, nimm es mir ab. So. Nochmal werde ich den Fehler nicht machen. Solange der andere nicht dabei ist, mache ich mir da keine Sorgen. Die Aura wieder erhöhen. Er lebt auch verdammt lange, ey. Kommt hierher.
Kommando. Habt ihr? Hier, den angreifen, den angreifen. Warum greifen sie den nicht an? Na endlich. Ja komm, jetzt greif rein an. So. Da hab ich fast schon alleine platt gemacht. Fiora darf man nämlich nicht angreifen. Und ich werde dafür auch ganz sicher jetzt nicht noch meine Chain Attack verwenden. Ach, danke. Wow, geschafft. Was für ein Krampf. Stop! Don't you recognize Shulk? Fiora! Fiora, please! Don't you remember us at all? It's no use! Everyone, it's time to retreat! Got it! Understood. Move! Shulk! Yeah, I think so. What do we do now, Shulk? We ain't gonna last long here. Fiora! Try and remember! It's us! I pity you. Without the power of that sword, I doubt you would ever have made it this far. Apocrypha. Activate. What is? Huh? Wait, what's going on? What's happened to the Monado? Look out! Shulk! I'm... okay. Shulk, wait here. Fiora! Stop this right now! How could you? Shulk came here to save you! Do you hear me? Fiora! You must run! Fiora! Fiora! Or whoever you are! Please, run! The machine is not under my control! Not under your control? Is it him? Most surprising. I admit, I never expected such resistance to becoming a fake. Fiora, what have you done to her? From the moment of their creation, all Mekon are mine to control. Should a passenger defy me, I force it to obey. Why make Homs into Mekon? Why are you making them attack Bionis? If you wish to know, you have only to submit yourself to me. All will become clear when you attack Bionis with a new body born of Mekonis. Never! Who would ever submit to you? Forget about him. We have to get out of here. But what about Fiora? If we die here today, she will be lost forever.
Choose. I have rendered the Monado useless. You have no hope of victory or escape. You chunk of scrap! So it was you who did that to the Monado! The Monado is a tool that regulates the waves of the very ether from which the world is formed. Therefore, it can be counteracted simply by releasing opposing waves. But how can you? The questions end here. Hand over the Monado. After all, it is no longer of use to you. Never! If the Monado really is powerless, then why would you want it for yourself? I will never give it to you. Never! Then make your choice. Be crushed by my fist, or slain by your old friend. Eggio! Was zum Teufel? Ernsthaft? Muss ich jetzt hier gegen den kämpfen? Ich kann doch gar nichts machen. Wir treffen gar nicht. Also ich muss Fiora besiegen, okay. Super. Extra lange Folge. Das Problem ist, dass die nicht treffen. Wir wissen schon, dass es ganz schön unfair ist, ne? Ich hätte jetzt zwei Heiler gebrauchen können. Ja. Oh oh. Okay, mit viel Glück könnte das funktionieren. Ich will zwar eigentlich nicht, aber egal. Wirft schwankende Feinde um. Damit kann ich vielleicht ein bisschen Schaden machen. Und sie kann erstmal hier hochheilen. Ich schwank zwar nicht, aber egal. Wie soll ich denn da was machen? Ich habe gar keine Chancen. Okay, irgendwas hält sie mal auf. No, stop!
Please, survive. Will you die for them? What is this? Fiora! Not good! Let's get out of here! That face. No, that is not possible. It cannot be. Was kann ich sein? Ich verstehe es gerade nicht. The fortress has collapsed? What of Melia? And Shulk? The observation was based solely on long-range intelligence. We cannot be any more specific. You don't need to worry about them. But... Take it easy. I've got a pretty good idea where they are. If you're gonna attack, you better do it now. Their fortress ain't completely destroyed. Or do we just sit here and wait to die? Shall I perform the divination ritual now? Forgive me, Seer. That will not be necessary. From now on, we will seize our destiny with our own hands. We don't need to see the future. The Mekon forces are on their way. No doubt about it. I like the look in your eye there, lad. It's time. This is war! Okay, Leute, das war jetzt sehr eindeutig, würde ich sagen. Jetzt herrscht Krieg. Wir sind in Kapitel 12 angekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war jetzt eine gewisse Überlänge. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.